Hallihallo Leute, willkommen zurück. Mir ist jetzt zwischen den beiden Aufnahmen etwas aufgefallen. Glaube ich. Möchte ich mal kurz mal überprüfen. Ich hier Gentle Precision, das möchte ich eigentlich nett ausgerüstet haben. Zwar ist dann Hitrate da, aber ja, der Schaden wird verringert. Und das ist mir an der Stelle ein bisschen blöd, weil ich habe hier auch Guard Up. Das heißt, ich habe schon 10% Bonus beim Verteidigen, von daher können wir auch sagen, okay, mach das so. Ja, da haben wir den Schlüssel bekommen. Und ja, das war es eigentlich auch schon, was mir jetzt so noch aufgefallen ist. Jetzt schauen wir mal, bis wir hier durch die Ruinen wiederkommen. Das ist tightly shut. Auf Snake ist ein... Ah, muss ich jetzt die ganzen Rätsel wieder machen. Wahrscheinlich. Wo haben wir's? Adventures Log 1, das müsste es sein. Auf der Fitch. Fisch war es nett. Auf der Tortoise Eis. Kabel. Was ist hier? Nope. Es war es nett. On the road again. Nope. Ansprechen. Auf der Snake. Bringen wir mal die zum Glühen, die was mit Schlange zu tun haben. Nope. Glaube ich noch das E, wenn ich... Ah, das N hat gefehlt. Nope, scheinbar nicht. Oder? A, E, S, K, N, Snake. The image of a snake is engraved here. Nope, das ist es nett. Auf der Fisch. Seid ihr where the key of the few looking around the room fell on the plug of a fish. F-E-S-R. Was sind das nicht, die Tipps? To call for the cable ruins. Indigo, das ist dim, dafür braucht man ein farbiges Teil und das hier ist. Etwas weiter später, das weiß ich noch. Wie kommen wir dann weiter? Schauen wir mal die anderen Räume an. Have been made, the path is blocked. Okay, dann haben die irgendwas gemacht, um die Wege zu schließen. Okay, also es gibt anscheinend mehrere Arten von denen. Schön zu wissen. Aber es ist noch lange nicht, dass wir aufgeben. Das könnte ich sogar machen. Also Wildwind, Windblade. Kommen wir sogar neutral raus. Und Maya, du wirst in der Hoffnung, den erblinden und du kannst einfach so an. Wir sehen ja mal, wie es so rauskommt. Schlecht natürlich. Huch, was wollen wir?
Ich weiß nicht wieso, aber dieses Viech erinnert mich stark an Omega Weapon aus Final Fantasy 5. Beziehungsweise Final Fantasy 1 taucht ja auch in dieser Form auf. Also als eine Maschine mit einer Kamera oben. Bloß, das ist hier keine Maschine, sondern ein Viech und das, die Kamera ist scheinbar, sind scheinbar seine normalen Ohren. Schätze ich mal. Zumindest sieht das so aus. Und Feuer weg ist er. Ach! Uff. So, dann... Hopp. Hopp. Abnehmerstatus. Stimmt, Sharon schläft ja. Und da kann sie nichts machen. Aber süß, wie er sich verteidigt. Da macht man ja wenigstens ein bisschen Schaden. Wunderbar. Zack. Ja gut, ich spam jetzt eigentlich nur die eine Technik da, von daher. Aber naja, solange der weg ist, sollte es mir recht sein. 5000 XP, Maya Level Up. So, was haben wir hier dann? Maya, tu was. Ich hoffe mal stark, dass ich den richtigen Weg gehe. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo ich hin muss, um da durchzukommen. Kann ich die, okay. Restore Potion. Hopp. Ah, dort wo die Kisten standen, muss ich die aktivieren, okay. Explorer's Notes. Aha, okay. Es gibt da wohl wieder ein paar Teile für uns. So, was macht es? Vom Abad Afur. Ah, okay. So. Ein Witcher of a Snake. Déjà vu, but the plug of the snake told us otherwise. Der Inscript on the du must be Snake. Have been easy. It seems it was the completely opposite answer. We will be trapped for some times, I think. Gut, das, darauf hätte ich auch kommen können, dass vielleicht Snake die Teile waren, die nicht glühen müssen, aber dafür die anderen. Aber schauen wir uns erstmal hier die. Ja, also kommen wieder diese Fallen. Aber da wissen wir, dass die Schlangen an der Stelle uns weiter führen. Da warte ich hier auch die Sicherheit, dass das, was ich gerade gesagt habe, auch kein Schluss ist. So, Chaos Strike. Ah, du gibst mal auch alles. Zeig mal, was du kannst mit Big Bang. Und zum Aufladen Blind Fury. Und du
Machst du einfach irgendwas? Hm. Oh, okay, die Viecher sind schnell und stark, okay. Das ist nicht so schön. Alter! Gut, dass ich die als erstes angreife. Also ich hoffe mal, dass die dadurch vernichtet werden. Ah, das kann knapp werden. Das könnte sehr knapp werden. Ah. Na gut, aber der eine Treffer hat jetzt auch nichts gemacht. Au! Das ist so leckt. Fuck. Meine, ihr hört ja das gleiche wie ich und ich habe noch Kopfhörer an. Das heißt, das hat gerade ein bisschen in den Ohren weh. Wie das jetzt geleckt hat. Von daher. Au! Thunderflash. Mountain Crusher. Was anderes. Bad Rock Buster, Thunderhead, Windblade und blablabla. Ah, okay. Slake Cutlass. Oh, wunderbar. Kick in die Fresse. So. Na gut, ich kann es überleben. Auch wenn es immer noch knapp ist. Na gut. Ich hätte jetzt erwartet, dass er etwas größere Immunität besitzt. Aber. Naja. Mach ich den jetzt halt wenigstens fertig? Oder Maya lässt mich einfach nicht. Maya lässt mich da wirklich nicht dran. Böse Maya. Aber Slake Cutlass und 4 Gargaren haben wir bekommen. Im besten Englisch, das es gibt. So, aber. Hier lief. So. Komm, erinnert an euch vorbei. Kommt, greift mich an. Ja, okay, Bone Warrior, das sind die schwachen Versionen. Die können uns ruhig überraschen. So schlimm sind die nicht. Außer es kommt das Minispiel. Oder nein. Kurs. Okay, das heißt keine Techniken mehr verwenden. Oh. 84 Schaden. So. Rabbit Attack. Rabbit. Und meinetwegen Mountain Crusher. Du machst Ice Flow Dark Disaster, weil du witzig bist. Ah, okay. Und du machst einfach irgendwas. Andere Möglichkeit kannst du hast ja nicht. Aber. Huh. So stark sind die nicht. Und let's go. So, damit haben wir den Kampf auch hinter uns. Wir können uns weiter den Ruinen widmen. Defiance. Okay. Scheinbar habe ich es richtig gemacht. Oh, da gab es sogar einen Weg außenrum. Ups. Okay, das ist neu. Wir sind an keiner Treppe vorbeigekommen letztes Mal. Ja, an einer Leiter. Von daher. Also, jetzt, wo wir aufgeladen sind, können wir mal ein bisschen was loslassen. Ich merke gerade, dass ich. Habe ich wirklich nur 5 Superarts? Naja, wie dem auch sei, die
Da-da-da. Shadow Skull. Skies, Meteor, Storm. Das ist Feuer, Erde. Nimm mal den Fang der Lichttechnik und eine Eistechnik. Und du machst mal wieder. Blablabla. So. Evil Scream. So, was machst du? Random Evil ist also wieder Spellbound. Auch nicht dieses Mal. Okay, das heißt keine Technik, ne? Mal wieder. So lang Maya regelt. Oh, wait, ich habe die Technik verwechselt. Der ist schwach gegen Licht, nicht schwach gegen Dunkelheit. Ups. Na, haben die überhaupt MP-Moves? Ich glaube, das sind immer die MP-Moves. Oh, nee. Eieiei. Ich hasse das Minispiel. Mein Schild, dass du mich selber bestimmt lässt, wie viel Schaden ich bekomme, aber auf dem Emulator, wenn die Punkte dann verschwinden, ist es blöd. Von daher, dann möchte ich es hier natürlich nicht so einfach machen. Das war die Technik, die ich brauche. Uff! Was für ein Ding? Ah, ist sie paralysiert? Uff! Boing. Oh, sie hat Schmerzen. Ja gut, sie ist an der Stelle gebundener. Also Spellbound. Das. Versiegelt? Aber versiegelt ist kostenlos. Wäre er Seal. Ja, wenn du es einfach Spellbound. Ich habe jetzt keinen Bock da jetzt drauf. Irgendwie. Für die YouTuber ist jetzt irgendwas mehr auszudenken. Aber der will nicht sterben. Na gut, Sharon ist da nicht paralysiert. So. I enjoy that. So, aber schauen wir mal, was es hier sonst noch gibt. Beziehungsweise, ich könnte hier auch gleich den Part beenden. Wir sind hier bei 18 Minuten, also. Ja. Wir werden im nächsten Part ein bisschen weiter erkunden mit Maya. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Einen schönen Tag euch noch. Ciao.